Suhail ibn Amr war einer der Führer der Quraysh und er hasste die Gefährten so sehr, dass er sie auf schreckliche Weise folterte. Während der Schlacht von Badr wurde Suhail gefangen genommen. Umar radiallahu anh fragte den Propheten, ob er seine Zähne rausschlagen dürfe, damit er nie wieder etwas Schlechtes über den Propheten sagen kann. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam schüttelte den Kopf und sagte zu Umar radiallahu anh: Nein, ja Umar, vielleicht wirst du in ihm etwas sehen, wofür du ihn loben wirst. Er glaubte, dass sich Menschen verändern können. Doch nachdem Suhail freigelassen wurde, änderte er sich zunächst nichts. Im Gegenteil, er beteiligte sich an allen Kämpfen gegen die Muslime. Und es war Suhail ibn Amr, der sich als Abgesandter von Quraysh beim berühmten Vertrag von Hudaybiyah weigerte, Muhammad, der Gesandte Allahs, zu schreiben. Und Ali radiallahu anh dazu drängte, nur Muhammad, der Sohn Abdullahs, zu schreiben. Könnten wir mit solch einem Menschen geduldig sein? Allah subhanahu wa ta'ala war geduldig mit ihm. Suhail ibn Amr radiallahu anh nahm den Islam nach der Eroberung von Mekka an. Als er über 70 Jahre alt war, langsam begann er sich zu verändern. Er war dankbar, dass er nicht wie Abu Jahl und Abu Lahab geändert hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit Suhail geduldig war, glaubst du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch mit dir geduldig ist? Doch manchmal geben wir auf. Wir geben auf und wollen mit niemandem zu tun haben. Plötzlich ist jeder schuld und alle sind böse. Aber wir sollten Geduld haben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala As-Sabur ist. Sabur kommt von Sabr. Es beschreibt die Geduld und die Standhaftigkeit. Sabr zu haben bedeutet also, sich davor zu schützen, voreilig zu handeln, voreilige und unüberlegte Entscheidungen zu treffen. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit nichts und niemandem zu vergleichen. Er ist As-Sabur. Allah hat Geduld mit den Achtlosen. Er bestraft die Sünder nicht sofort. Er gewährt ihnen immer wieder Aufschub. Vielleicht kehren sie zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die Rechtleitung sie erreicht hat, werden sie vielleicht stärker und standhafter als du und ich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die besten Taten sind die kleinen und beständigen. As-Sabur weiß, dass wir schwach sind und wir manchmal etwas mehr Zeit brauchen und klein anfangen. Allah verlangt nicht von uns, dass wir über Nacht zum Supermuslim werden. Ihm subhanahu wa ta'ala macht es nichts aus, dass wir in kleinen Schritten lernen. Allah ist sogar so geduldig mit uns, dass wenn wir einen kleinen Schritt machen, er uns entgegenkommt. Natürlich wäre es wünschenswert, sofort mit allen Schlechtigkeiten aufzuhören. Aber Allah ist geduldig mit uns. Er weiß, dass es nicht bei jedem direkt möglich ist. Er weiß, dass wir schwach sind. Trotzdem müssen wir versuchen, den Sünden schnellstmöglich den Rücken zu kehren. Lass dich nicht von deinen Defiziten abhalten. Es wird immer etwas zu verbessern geben. Die Gefährten des Gesandten haben sich auch Tag für Tag verbessert. Es gab Tage, in denen sie gekämpft haben. Und an anderen sind sie verzweifelt. Dennoch trieb sie das Versprechen Allahs immer und immer wieder dazu an, die Hindernisse und Prüfungen dieser Welt zu meistern. So heißt es in der Sura Al-Baqarah: Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ob es die Wut war, die sie kontrollieren mussten, oder auch die Ungeduld, ob Faulheit, Angst oder gar die Liebe zum Vergänglichen. Sie waren in ständiger Verbesserung und überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihren Fehlern und Schwächen geduldig ist. Und seid nicht so hart zu euch selbst, wenn ihr etwas nicht richtig machen könnt. Seid nicht frustriert, weil ihr das Gefühl habt, euer ganzes Leben in der Dunya vergeudet zu haben und jetzt keine Zeit mehr habt, es mit dem Islam auszugleichen. Suhail radiallahu anh war 70, als er den Islam annahm. Liebe Geschwister, vergisst eins jedoch nicht: Nur weil Allah subhanahu wa ta'ala As-Sabur ist, heißt es nicht, dass wir uns ewig Zeit lassen sollten, uns für seinen Weg zu entscheiden. Denn der Tod wartet.